Ja, ich dachte, weil beim ersten Mal habe ich den ja bis zur Hälfte runter. Und ja, dann kamen die Schweine und dann starb ich. Oder bin ich gestorben? Starb ich. Genau, deswegen dachte ich so, ja, er macht viel Damage, aber ach, diese Tiere. So. Gut, was haben wir denn sonst noch? Wir könnten jetzt mal mit Herodotos sprechen. Ich überlege nur gerade, weil es ist 7:30. Wir könnten jetzt natürlich mit der Hauptquest weitermachen. Ja, machen wir mit der Hauptquest weiter und danach, also nach dieser Quest, fangen wir mit dem Red Lantern an. Da bin ich ja schon ein bisschen gehypt. Ja, komm. Die geheime Kammer. Der Kult ist nicht gerade subtil. Das stimmt. Ja. Das ist sie also. Die verborgene Kammer des Kults. Hier die ganze Zeit. Ich gehe rein. Hast du auf meine Sachen auf? Es wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Ja, sag ich doch. Deswegen musst du auf meine Sachen aufpassen. Wie sehe ich aus? Scheiße. Beängstigend. Gut. Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Ich überstürzt? Was? Wer hat sich diese lächerlichen Kostüme ausgedacht? Cassandra ist nicht sehr begeistert. Wusstet ihr noch die... Warte, war das die... wer war das nochmal, der gesagt hat, dass wir die Kluft brauchen, also die Maske brauchen, weil wenn wir reinkommen, kommen wir keine 2 Meter weit. Und hier ist halt niemand. Gut, also hier hätten wir ein bisschen Probleme gehabt wahrscheinlich. Guten Tag. Sehr, sehr erfreut. Du bist spät. Sehr spät. Zum Glück ist Deimos noch nicht hier. Entschuldigung, das ist mein erstes Mal. Eine neue Rekrutin? Herzlich willkommen. Servus. erstmal, wer ist Deimos? Weil, ja, sie hat uns davor gewarnt. Du hast jemanden erwähnt. Deimos. Wer ist das? Seinen Namen wirst du dir sehr schnell merken können. Er ist unser Anführer. Ich bin sicher, dass er das glaubt. Aber nein, er ist unsere Waffe.
Er ist schwierig, aber er leistet wichtige Arbeit für uns. Ich beneide ihn kein bisschen um seine Stellung. Mhm. Ziemlich viele Leute hier. Ach, die Schlange von oben. Geil. Unsere Gesinnung. Gut. Wir treffen uns, um die Fortschritte des Kultes seit dem letzten Treffen zu besprechen. Wir haben uns schon recht lange nicht getroffen. Wo kommen die alle her? Von überall her. Wir kommen als Gemeinschaft zusammen. Hier gibt es keine Gegner, kein Krieg, keine zwei Seiten. Es gibt nur die eine. Ich unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Deimos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst. So. Aber wie geil. Wie geil ist denn die Schlange? Das Krasse ist, dass es gar nicht unrealistisch ist. Also die Griechen und die Römer hatten ja das Wissen, so riesen kolossale Bronzestatuen zu machen. Nice. So, der hat eine Lupe. Der muss irgendwas wissen. Lass dich nicht stören. Bisher geht es nur um Blut, aber wer weiß, Deimos will vielleicht als nächstes unsere Hände. Na los, mach schon, bringe dein Opfer. Was passiert, wenn ich nicht opfer? Na gut, wir dürfen ja nicht auffallen und solange es nur gegen Dryad. Na gut. Nein, danke. Das Blut ist für die Sache, nicht für den Jungen. Erbringe dein Opfer. Oh, verzeih mir. Ach so, na gut. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Die Blutlinie? Die Mutter, der Vater, die Schwester. Du weißt schon, seine Sippe. Wir brauchen sie. Alle. Um sie zu benutzen? Das darf Deimos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft er ist. Er könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Das solltest du. Und dass wir seine Mutter gefangen nehmen werden, darf er auch nicht wissen. Interessante Lache. Gut, was würdet ihr mit der Mutter anstellen? Um was mit ihr zu tun? Ich würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue darauf, dass sie uns nutzen wird, sofern wir sie kontrollieren können. Okay. Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults. Dann vielleicht weiß er, wer das ist. Erzähl mir von Deimos. Er hat uns gezeigt, was wir wissen müssen. Er ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Labil? Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Ich brauche weit mehr Informationen, um diese Kultisten zu entlarven. Okay, ich dachte mir gerade so, wir sind jetzt Blutsgebrüder, aber die hat sich ja in die linke Hand geschnitten. Du hörst nicht richtig zu. Vergiss die Mutter, sie bringt uns nichts. Ich hab dich ganz genau verstanden. Du liegst falsch. Wir müssen jetzt den Vater finden. Ich bin noch nicht überzeugt. Du, wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Warum Ressourcen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können? Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Nicht ohne die Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Lass das nicht Deimos hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden.
Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Aber den Vater kennen die doch schon. Also wenn das... Wenn es das ist, was ich denke, was es ist, also dass sie meine Mutter suchen. Also, ja, das wissen wir ja, hat Epenor uns gesagt. Die wissen doch, wer unser Vater ist, oder nicht? Okay, aber wenn ich sage die Mutter, dann, also sie wissen ja, wer die Mutter ist, dann finden sie sie schneller. Weder noch den Vater. Suchen wir mal den Vater. Den Vater. Was habe ich gesagt? Ihr liegt beide falsch. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Elpido. Genau. Wer hat noch eine Lupe? Hast du eine Lupe? Oh, du hast eine Sense. Na gut. Wie war das mit keine Waffen hier rein? Oh, da geht's lang. Ist auch unauffällig, wenn ich hier durchgehe, ne? Oh, hier ist eine Lupe. Na komm. Briefe vom und an den Kult. Götter, sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. Interesting. Und da, ich habe da nur was geklaut. Durch die Tür vielleicht? Wahrscheinlich nicht, da kommt wahrscheinlich Demos raus. Ich bin hier. Was willst du denn noch von mir? Wir wollen, dass du kooperierst, dass du dich fügst. Das ist doch nicht so viel verlangt, oder? Warum so ein trauriges Gesicht? Wie die tragische Maske der Melpomene. Deine Familie ist sicher. Fürs Erste. Tu ihnen nur nichts. Tu ihnen nicht weh. Das liegt ganz an dir, aber du wirst dich benehmen, denn du kennst ihr Schicksal, wenn du es nicht tust. Bitte, nicht! Wir werden sie töten. Deine Frau, dein Kind. Und wofür solltest du dann noch leben? Für nichts. Ganz genau. Ja, das war irgendwie klar, dass die, dass die, Dingsbums und so weiter, ne? Dass sie die Leute erpressen. Dunkel ist, wie es. Oh. Letzte Duke, oder? Reiß dich zusammen, Malaka! Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn. Lass mich gehen. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen! Willst du mich ver... Was? Was hat er getan? Hat er es verdient? Das ist doch völlig egal, oder? Nö. Was ich sage, wird getan. Keine Fragen erlaubt. Ich konnte es nicht tun. Aber ich habe keine Angst. Jetzt nicht mehr. Wenn du noch nicht mal einen Künstler töten kannst, was wirst du tun, wenn du einen Archon töten sollst? Ich werde es tun. Ich werde Phidias töten. Nein, das werde ich nicht tun. Ich will das nicht. Ja, du wirst es wollen müssen, weil ich es befehle. Los! Und wer bist du? ich tue es, mach du es, ich werde das nicht... Nee. Puh. Nein, ich werde es nicht tun. Gib dem Feigling noch eine Chance. Oder bring ihn um. Ihr schuldet dir was, du glücklicher Hund. Du behältst deine Haut für heute. Ist das wie ein Bass? Ja,
hätte mich umgebracht. Er ist verrückt. Vielen Dank. Mach dich nicht unbeliebt bei ihm. Bestimmt nicht. Aber er hat recht. Ich gehe sofort nach Athen. Ich werde nicht noch einmal versagen. Ich werde Phidias töten. Können wir den retten? Merkwürdig. Ich spüre etwas. Diese Pyramide, sie ist bedeckt von Scherben. Sie gleichen der, die Elpenor besaß. Ich bin beschäftigt. Ja, sehe ich. Gut, dann. Die Musik ist geil. Deines war das fehlende Stück. Jetzt ist es vollständig. Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt. Von der Macht ruft es auf dieselbe Weise nach dir. Die ist creepy. Ich möchte es berühren, ich werde Abstand halten. Abstand! Tut es. Es ist beeindruckend. Ja, erweise deine Ehrerbietung. Das ist eine Pyramide. Wir haben alles, was es zu besitzen gibt. Hera hat mich gesegnet. Mein großer Krieger führt unsere Armee zum Sieg. Kannst du dir vorstellen, wie stolz ich bin? Das kann ich nicht. Natürlich kann ich das. Ach komm, wir tun mal so. Unser Held wird unsere Feinde besiegen, bevor sie auch nur an Unterwerfung denken können. Merk dir meine Worte. Elpenor ist tot. Einer von euch ist ein Verräter. Das Artefakt wird ihn enttarnen. Jeder wird auf die Probe gestellt. Du zuerst. Ja, ich weiß, was sie meint. Wie merkt das sich eigentlich, welche er schon genommen hat? Du. Jetzt weiß leider, dass wir Da kann man sich nicht dran erinnern.
Aber wir wissen es jetzt. Er weiß Alexios. Es. Wer bist du? Nee, er weiß es nicht. Ja. Aber er verschont uns. Okay. Anti-Aggressionstherapie. What? Oh Gott. Wieso sind wir eigentlich früher gegangen als die anderen? Waren nicht ganz so unauffällig. Du lebst. Puh. Okay. Der Kult kontrolliert alles, hat eine Armee. Ist hinter meiner Mutter her. Genau, ja, das mit der Mutter weiß sie ja schon. Aber ich mach mal, der kontrolliert alles. Da waren Menschen im Tempel. Ich habe ihre Gesichter nicht gesehen. Sie... Herodotus, sie kontrollieren die griechische Welt. Alles. Verstehe. Schlimmer, als ich gedacht habe. Und außerdem haben sie eine Waffe. Und was für eine? Ein Kämpfer. Stärker und grausamer als alles, was ich bisher gesehen habe. Herodotus. Er ist mein Bruder. Wir müssen nach Athen. Oh ja. Athen? Wir müssen meine Mutter finden. Das auch. Meine Kleider. Speer. Natürlich. Mein Speer. Der Kult des Kosmos nennt meinen Bruder Deimos. Er konnte mit Hilfe eines Artefakts meine Erinnerungen sehen. Cassandra, der Mann, dem ich diene, wir müssen ihm von all dem erzählen, bevor es zu spät ist. Hast du den Namen Perikles schon mal gehört? Ist ein großer Feldherr für die Demokratie. So wie Tobias spielt, wurde es geschrieben. Oh, das war... Warte mal. Victor, wusstest du wirklich nicht, wer Deimos ist, Tobi? Ich hab's ja... Doch, also ich hab's mir gedacht, dass die jetzt zusammenfinden. Ja. Genau. Tobi spielt das Original. Ja, ich dachte wirklich, das war ein Scherz. Weil ich dachte auch, dass die männliche Figur eigentlich die gedachte war, quasi. Also quasi, dass Cassandra die Böse ist. Ja. Also das ist ja bei Odyssee nicht so wie bei Origin. Bei Origin war ja es am Anfang sogar so geplant, dass der Mann stirbt und dass man fast, ich glaube, drei Viertel des Spiels als die Frau spielt.
Und das wurde dann von der Chefetage abgeblockt. Und ja, bei Odyssee haben sie es endlich durchgebracht, dass man auch die Frauen spielen kann. Ja. Gut, dann mal weiter hier. Herikles ist der König der freien Menschen von Athen. König? Athen hat keinen König. Herikles dient den Menschen und nicht andersherum. Er dient den Menschen? Stimmt, das ist nicht sehr königlich. Zweifle nicht. Er versucht, diesen Krieg zu beenden. Wir alle tun das. Wenn es Mächte gibt, die sich gegen ihn verschwören, müssen wir ihn warnen. Wir müssen los. Es ist zu spät. Ach, Schmarrn, ich muss meine Mutter finden. Das ist so. Athen! Sie verfolgen meine Familie, meine Mutter. Ich muss sie finden. Du trägst die Waffe des Leonidas. Benimm dich auch so. Wenn Perikles diesen Krieg nicht beendet, sind wir alle so gut wie tot. Deine Mutter eingeschlossen. Zum Teufel mit deinem Krieg! Der Kult will meine Familie auslöschen! Du bist der griechischen Welt verpflichtet. Wie ich auch. Perikles muss gewarnt werden. Sie ist meine Mutter. Was würdest du tun? Wenn es einen Ort gibt, an dem wir etwas über deine Mutter erfahren, dann ist es Athen. Wie? Das ist clever. Herikles umgibt sich mit den größten Denkern Athens. Den größten der Welt. In Athen kannst du deine Pflicht gegenüber deiner Familie erfüllen. Bevor es losgeht, muss ich dich bitten, zum Denkmal von Leonidas in den Thermopylen zu kommen. Leonidas? Warum? Ich muss etwas herausfinden. Etwas, das uns vielleicht hilft, den Kult zu besiegen und deine Mutter zu retten. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann, aber beeilen wir uns, Herodotos. Erst zu den Thermopylen, dann nach Athen. Das ist clever, was er gemacht hat. Ich sorge persönlich dafür, dass jeder einzelne dieser Kultisten stirbt. Oh ja. Oh. Also, was ich sagen wollte, ist clever, dass er gemeint hat, so ja, die Infos finden wir auf jeden Fall in Athen über die Mutter. Der Kult des Kosmos. Der Kult des Kosmos ist eine geheime Organisation, bla bla bla. Suche in der gesamten griechischen Welt nach Hinweisen, um die Identität seiner Mitglieder zu enthüllen. So. Warte mal kurz, was hat die. Sarah schreibt gerade viel. Sie haben Cassandra geschrieben und veröffentlicht und wie gesagt, Shitstorm wegen dummen kleinen Gamern, die rumheulen, dass Frauen keine Kämpfer sind. So ein großer Shitstorm, dass Ubisoft die Möglichkeit reingeschrieben hat, das genau andersrum zu spielen. Genau wie es jetzt wieder Gamer rumheulen, dass man bei Valhalla eine Frau spielen kann, weil Frauen ja keine Krieger sind. Ja, das ist so komisch. Also heutzutage ist es ja eher Standard, sag ich mal, dass man sein Geschlecht und sein Aussehen aussuchen kann. Also mindestens das Geschlecht. Ich finde es echt komisch. Also vor allen Dingen bei Valhalla. Also hier kann ich es noch ein bisschen verstehen, weil weibliche Kriegerinnen damals waren echt selten. Klar, also es gab Länder, da war es normaler, also Persien zum Beispiel hatte ja eine Generälin und so weiter, oder die Amazonen gibt es ja, also genau, aus Kursch und Ägypten und so weiter, also das war ja nicht untypisch. Aber vor allen Dingen bei Wikinger, das war ein Kriegervolk, also alle waren da Krieger. Genau, bla bla bla. So, unentdeckte Kultistin. Soterra ist in ihrem Lagerhaus. Enthüllen. Der Kosmos fordert das Wissen über die Geheimnisse in den Herzen der Menschen ein. Deshalb schneide ich sie auf. Was? Lovely.
Soteras viele Augen sahen alles. Seeleute, die gemächlich über die Meere schippern, Bettler, die unterwürfig die Hand für Almosen aufhielten. Alle konnten ihre Agenten sein. Peter. Und alle waren sie tödlich. Aufgrund ihres Netzwerks gab es kaum ein Gespräch, das ihre Ohren nicht belauscht hätten. Die sollten wir schnell töten. Der Kentaur hat eine Mine. Sklaven hören besser, wenn man ihnen die eigenen Regeln in ihre Hinterköpfe ritzt. Ah, das ist er. Oh, den will ich so. Oh, den will ich töten. Das wird Spaß machen. Kupferhandel brauchte man Sklaven, viele Sklaven, und so schickt der Kult die Schiffe mit verlorenen Seelen zu den Minen des Kentauren und in den Tod. Was ist ein Leben wert, hinter dem nicht tausend andere stehen? Wo man manche Leidenschaft oder Liebe oder Wärme kannte die Chimaira nur kalte Berechnung. Die Welt wartete nur darauf, von ihr ausgebeutet zu werden. Genau das tat. Ja, okay. Das lesen wir dann alles, wenn wir das machen. Gut, dann würde ich sagen. Uiuiuiuiui. Würde ich sagen, machen wir. Oh. Ah, genau, okay. Jagd auf den Kult des Kosmos. Genau. Dann würde ich sagen, das machen wir dann nächstes Mal, also nächsten Freitag. Und ja, jetzt speichern wir mal. Und. Oh, ich hatte die ganze Zeit die Cam aus. So.